Okay, also ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe ziemlich viel, eigentlich möchte ich über das Lied sprechen, weil ich das so toll finde. Hast du schon gehört? Ich hab reingehört. Ich habe es nicht nur reingehört, sondern auch analysiert. Okay. Hier bei mir im Interview auf Radio Z ist der Gimmick. Hallo. Hi, grüß dich. Und wir treffen uns anlässlich deiner neuen Single, die jetzt rauskommt. Hornhaut heißt die, am Freitag erscheint die, vermutlich überall zu haben, Spotify, Genau, Bandcamp. Bandcamp glaube ich nicht, aber Spotify, iTunes, was weiß ich, das ist so ein Gesamtpaket, Ah. das überall dann erscheint. Ja, schön. Und das bedeutet, wenn euch dieser Song da draußen gefällt, da sage ich in diesen Tagen von Corona immer wieder, wenn euch der Song gefällt, dann geht raus, lasst den Euro oder die 1,25 Euro, die im Moment so ein Song kostet, da. Denn Tobi, du bist auch natürlich davon betroffen, Ja, dass klar. im Moment nichts stattfindet. Ja. Die Initiative Musik hat gerade was gestartet, wo Menschen, denen 5 Konzerte ausgefallen sind seit Beginn der Corona-Krise, eventuell Geld bekommen können. Wie viele Konzerte sind dir weggebrochen? Also, als es angefangen hat, 3 und dann jetzt schon, kann ich jetzt gar nicht, müsste ich mal zusammenzählen, aber wir hätten ja 50 Jahre Scherbentour ab Mai. Ja, Und Wahnsinn. da fällt natürlich alles flach. SO 36 im September gibt es noch eine kleine Hoffnung. Also ist jetzt noch nicht, aber es wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Es wäre Naja, schon wo oft gewesen. Berlin ist natürlich, die sind da wesentlich lockerer, glaube ich, Ja, ne? ich Weil glaube nicht, wenn es keinen Impfstoff gibt, will ich ehrlich gesagt auch nicht vor 700 Leuten in einem engen Raum zusammenspielen. Also will ich schon, aber ich will nicht, dass sich Leute anstecken natürlich und bla bla. Ja, scheiße. Wie groß sind die Säle, wo du sagen würdest, ab da lohnt es sich für mich irgendwo aufzutreten, wenn sie jetzt tatsächlich sagen, hey, Stereo für 50 Leute könnten wir machen? Im September ist was im Stereo mit Matthias Egersdörfer und mir zusammen geplant. Vielleicht kann das ja stattfinden. Aber ich denke einfach, dass der Sicherheitsabstand vielleicht dann eingehalten werden muss. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Wissenschaftler, kein Politiker, ich bin nur ein Künstler ohne Auftritte. Ja. Ja. Aber dafür ist dein neuer Song da. Ich wollte so als Einleitung so ein bisschen sagen, wir haben uns damals im Keller kennengelernt. Das heißt, als du deine Show praktisch einmal im Monat gemacht hast, In der Kulturkellerei, ja. genau, das war ein wiederkehrendes Festival der guten Laune. Es wurde unheimlich viel gelacht. Die Leute kannten die Songs natürlich, die du damals gemacht hast und haben immer noch darüber gelacht. Dann hast du mir die Geschichte erzählt von, wie dir die Gitarre zerhaut wurde und damit bist du das erste Mal richtig groß rausgekommen. Und dann hast du zuletzt, warst du bei uns eben zusammen für Tonsteine, Scherben, zusammen mit Gimmick, wo du meines Erachtens die Rolle vom Rio Reiser kongenial einfach ausgefüllt hast. Und dann plötzlich war es so ein bisschen ruhiger um dich geworden, hatte ich den Eindruck, und dann plötzlich warst du wieder groß im Kommen, nicht nur auf Facebook, sondern auch im Fernsehen, weil du eine tolle Osteraktion geplant hattest, die ein bisschen nach hinten losgegangen ist. War das subversiv gedacht oder war das schon Ach, da war gedacht und überrascht? im Fernsehen war ich auch nicht, aber NTV Internet und RTL Internet und was weiß ich. Es war einfach eine dpa-Meldung dann. Die haben wahrscheinlich irgendeine Meldung gebraucht und dann ging das irgendwie viral. Oh, viral ist ein schlechtes Wort gerade, aber es ging auf jeden Fall nach vorne los, ja. Naja, und Aber jetzt, nee, egal, ja, weiter. nee, wenn du möchtest. Nee, weil du so gemeint hast, dass dann ruhiger geworden ist. Da war ich halt auch viel jetzt, also jetzt in ganz Deutschland und so unterwegs und nicht nur in Nürnberg. So. Und meine Solo-Sachen habe ich ja kaum noch Zeit dazu. Aber jetzt habe ich eben wieder was Neues aufgenommen. Beziehungsweise ist sogar meine allererste Single eigentlich, die ich rausbringe, wenn man das noch so nennen kann heutzutage. Ja, und der Song, der auf allen Plattformen zu haben ist, ich sag's nochmal, wem der Song gefällt, der oder die sollte ruhig mal den einen oder anderen Euro da lassen, weil eben so viel weggebrochen ist, heißt Hornhaut. Und
Ich würde gerne mit dir den Song ein bisschen mehr oder ein bisschen näher durchgehen, ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden, weil ich den so überraschend finde für dich. Wie gesagt, ich kenne dich als jemand, der sehr intelligente, witzige Texte macht, wo das Publikum ziemlich laut drüber lachen kann und dann im Nachhinein so ein bisschen nachdenkt, ein bisschen mehr nachdenkt über das, was du da gerade gesagt hast. Und jetzt kommt dieser Song, wo mir als erstes das Tempo auffällt. Also als Gimmick kennen wir dich, als ironischen Liedermacher mit Tempo im Blut. Woher kommt jetzt plötzlich dieses langsame Tempo? Hat da Tonscheinescherben ein bisschen abgefärbt? Naja, das ist irgendwie eine Ballade gewesen von Anfang an. Jetzt, ja, es ist einfach ein langsames Lied. Ich habe schon öfter langsame Lieder gemacht eigentlich. Aber klar, es ist jetzt nicht der Gitarrenrocksong, sondern eher eine Ballade mit einem bizarren Katastrophentext wieder mal. Ja. Ja, und eine wunderschöne Ballade, muss man dazu sagen. Ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Viele haben in dir während der Tonscheine-Scherben-Zeit gesagt, hey, du bist tatsächlich die Wiedergeburt von Rio Reiser. Ist das jetzt in diesem Text, in dem wir gleich noch ein bisschen mehr eingehen können, ist das so ein bisschen auch diese Idee oder dieses Gefühl dahinter, das auf dich abgefärbt hat, denn dieser Song, der könnte meiner Meinung nach auch ganz einfach von Rio Reiser stammen. Meinst du? Ja? Ich glaube schon. Also Das ich, ist ein super Song, der wäre okay. mir nicht aufgefallen. Also der Text ist schon älter, der ist schon vor der Zeit, glaube ich, als ich mit Scherben angefangen habe. Also der ist bestimmt schon 6, 7 Jahre alt. Ich finde ihn eher gimmickmäßig jetzt als Gio-mäßig. Aber ja, kann man, also die Ballade an sich könnte auch von Gio sein, aber der Text jetzt weiß nicht, ob Gio über Hornhaut gesungen hätte. Naja, also das ist ja, und da bin ich ja, ich habe ja früher Deutsch-Leistungskurs gemacht, muss man dazu sagen. Das heißt, wenn ich so einen Text höre, dann höre ich den vielleicht mit ein bisschen anderen Ohren. Denn am Anfang fühlt man irgendwie diese Krise. Man stellt sich auf Corona ein, die erste Strophe, ne, ein bisschen Spoiler-Alert, könnte man sagen, das ist im übertragenen Sinne das Gefühl, in dem wir uns jetzt selber auch fühlen. Ist das so ein Ding, du sagst jetzt, der Text wäre schon älter. Ich hätte gesagt, das ist ein Ding, um erstmal die Hörer und Hörerinnen da draußen in die Irre zu führen. Ja, nein, der Text ist tatsächlich älter, aber er ist mir jetzt eben wieder über Corona. Man muss ja sagen, ich habe ja 3, 4 Lieder, die von einer totalen Katastrophe eine Welt, also böse Möbelstücke zum Beispiel, ist ja auch eine weltweite Krise, wo die Möbelstücke dann die Menschen angreifen. Kommt in dem Lied übrigens, wird auch zitiert. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, und dann dachte ich eben, der passt jetzt, ohne auf Corona jetzt direkt so einzugehen, sondern die Menschen mit Humor dann wieder auch ein bisschen davon in eine andere Katastrophe zu führen. Ja. Ich find das ganz interessant, weil es ist eben keine Corona-Ballade, so wie eine normale Corona-Ballade ist. Das ist ein Ding, das steht ganz alleine da, passt aber wunderbar in diese Zeit. Denn dann kommt der Refrain und da singst du Hornhaut. Das ist ja gerade jetzt extrem doppeldeutig, wo man sagt, okay, in deinem Text, ne, noch verraten wir nicht, worum es geht, aber es geht halt um dieses. Aber wir haben auch in dieser Zeit eine Hornhaut ausgebildet. Also als Mensch, weil wir uns einigeln, weil wir hier sind und Hornhaut ist was, was uns irgendwie schützt, was uns auch so ein bisschen abhält vom Kontakt, vom Gefühl, von der Nähe, die man hat. Ne? Wenn man Hornhaut aneinander reibt, dann merkt man nicht so viel, als wenn man die Haut aneinander reibt. Ich hatte im ersten Moment dachte ich, huh, das ist aber echt schön, ganz schön tief. Das ist jetzt, das trifft jetzt genau in die Zeit. Wunderbar, fand ich super. Ja, schön. Das ist aber dann eine Zufälligkeit, da der Text ja schon früher entstanden ist. Naja. Ich glaube mir, also erstmal ging es mir um eine bizarre, ich habe das eine Zeit lang immer gemocht, so bizarre Weltkatastrophen. Aber jetzt, wo es wirklich so eine globale Katastrophe da ist,
Dachte ich, jetzt passt der Text irgendwie gut. Ich lasse mal die Interpretation eben frei. Wenn ich da irgendwie jetzt selber das Interpretieren anfange, dann haben wieder andere Gedanken, die Sie sich mir anschließen müssen. Das soll sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Aber es ist natürlich so eine Diskussion, dass Künstler gerne sagen, macht euch eure eigenen Gedanken. Ne? Für mich persönlich wäre es jetzt natürlich interessant zu sagen, ach, lass das mal, das ist schon in Ordnung oder das geht so nicht in die Richtung. Denn in der Also zweiten Strophe. ich würde dir in der Hinsicht fast widersprechen, weil ich jetzt gerade, also jetzt gerade gestern und vorgestern haben wir uns ja mal zufällig gesehen beim Franken-Fernseh-Interview. Ich habe das Gefühl, dass gerade weniger Hornhaut zwischen den Menschen ist als vorher, weil alle das gleiche Schicksal fast erleiden. Und wenn man außen, ich habe gestern zufällig wirklich 4, 5 Freunde getroffen, mit Abstand natürlich. Und es ist irgendwie es ist ja jetzt nicht die Pest, also es ist ja jetzt nicht so, dass jeder stirbt, sondern es ist eine schlimme Sache und es sterben viele. Naja, ich hatte jedenfalls gestern das Gefühl, dass das auch eine Freude da ist, sich wiederzusehen. Und dass es vorher war dieser Trott und man konnte alles kaufen und überall war alles offen und man hat alles essen können und alles haben können, was man wollte. Und jetzt wird mal wieder ein bisschen runtergefahren einfach. Und das finde ich auch, so schlimm alles ist. Dem Klima zum Beispiel tut es gut. Das ist interessant, einer der schönsten Sätze, die ich in letzter Zeit gehört habe. Auch wieder der Hornhaut natürlich geschuldet, aber rosige Zeiten hatte ich mir anders vorgestellt. Ja. Was auch eigentlich sehr, sehr schön passt. Ne? Ja. Dann kommt der Refrain wieder und dann bei 1,33, das muss ich ansprechen, kommt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf oder ob das vermessen klingt, aber es ist eines der sinnlosesten und schlechtesten Blockflöten-Solos, die ich je gehört habe. Dafür ist es schon kurz. Jetzt. Wie bist du darauf gekommen? Du, ich habe das eigentlich für einen Stream gemacht. Mich hat die Liedermacherliga aus Potsdam gefragt, ob ich einen Stream machen kann. Und dann hab ich da gedacht, ja, das Hornhaut würde jetzt gut passen. Und dann habe ich angefangen, mit dem Klavier aufzunehmen, mit meinem Computer, mit Logic und so. Und dann habe ich gedacht, ah, da passt jetzt noch ein Bass und jetzt mache ich gleich noch ein Schlagzeug dazu. Und dann bin ich ins Produzieren gekommen und war fast weg von diesem Live-Charakter, dass ich einfach ein Lied spiele. Und dann wollte ich das aber doch beibehalten und dann habe ich den Song live eingesungen und live einfach dieses Flötensolo gespielt. Da muss man vielleicht auch das Video sehen, dass der Witz so ein bisschen rüberkommt. Aber ich finde es irgendwie putzig und ich mag das auch, wenn sowas verschoben ist, dann irgendwie dabei ist. Sonst wäre es vielleicht auch zu glatt. Ja, absolut. Das war natürlich auch ein bisschen ironisch gemeint. Aber die Leute sollen sich's anhören. Der neue Song Hornhaut vom Gimmick ist auf allen Plattformen zu hören. Und ich sag's nochmal, wenn euch das gefällt, 1 € oder 1,50 €, was so die 99 Cent, glaube ich, soweit. 99 Cent sogar nur, dann lasst den doch da für ein Gimmick, gerade jetzt in dieser Zeit. Ja, da geht alles von, aber ja. Ja, Also, und dann in der. was kriegt man davon, von den 99 Cent? Wahrscheinlich Ich drei glaube oder so. 70%. Ja. Nee, Ja. nee, aber iTunes kriegst du 70%. Okay, dann will ich das Ja. haben. In der dritten Strophe verliert sich dann diese ganze Ambivalenz. Es wird sehr, sehr konkret darüber, dass es tatsächlich Hornhaut wächst, die überall da ist. Deine Liebe zur Katastrophe, die du schon in den anderen Songs angekündigt hast, mit den Möbelstücken ist da drin. Und dann kommt sogar noch ein Chor im Hintergrund. Ja. Fantastischer Einfall. Ein Die Crescendo. singen eigentlich Oh yeah und ich habe dann immer so Oh je gehört. Und ich musste irgendwie an Peter Gabriel denken und es hat dann tatsächlich so ein bisschen so geklungen. Also Ja. dann tat es mir fast schon wieder leid, dass ich nicht einen ganz ernsthaften Text gemacht habe, weil der Schluss ist wirklich sehr schön, muss ich auch sagen. Ja. Und ich muss sagen, also nicht nur dieser Chor, sondern auch ganz am Ende, wo du sagst, es ist alles voll Hornhaut. Wie gesagt, mit meiner Interpretation als Hornhaut, die Leute kanzeln sich ab Ja. und die Nähe geht verloren und aber auf eine Art und Weise, die eigentlich nicht gewollt ist. Dann sagst du es nochmal sehr, sehr schön am Ende, sehr verzweifelt. Ein fantastisches Ende. Dankeschön. Also ich hoffe, viele Leute hören sich das jetzt an. Wir Wie konnten die findest du Leute es ein bisschen. von der Abmischung und so? Ist okay? Ich finde es super. Cool. Ich finde es super. Mein Ich finde es erstes super. produziertes Stück.
Ja, also ist, also mich hat's, also mich hat's beim Hören so mitgenommen, Oh. sowohl der Text als auch die Musik, dass ich jetzt gar nicht irgendwie noch groß daran rumkritteln würde, was mit der Musik ist. Wunderbares Blockflöten-Solo, wie gesagt, in der Mitte. Lohnt sich auf jeden Fall. Du willst das nächste Album, willst du auch so produzieren, ne? Ich habe Selber? jetzt überlegt, vielleicht ab und zu einfach immer wieder eine Single rauszuhauen. Ich meine, Album, was ist heute schon noch ein Album? Wer hört noch ein ganzes Album an? Jetzt kann man einfach auch einzelne Lieder so veröffentlichen. Mal gucken, vielleicht mache ich auch ein Album. Keine Ahnung. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich es irgendwie diese Krisenzeit und diese Installation, wie sagt man? Quarantäne, Inkubation. Nein. Wie sagt man, wenn man daheim bleiben muss? Ich sage so. Quarantäne, ja. Ja, Quarantäne, ja. Dass ich das genutzt habe und jetzt endlich mal was aufgenommen habe. Ja, sehr, sehr schön. Wir haben uns, also ich habe mich sehr, sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass da was Neues ist und dann noch so schön. Das ist alles in Moll, kann man das auch in durchspielen, um fürs Bühnenprogramm das ein bisschen mehr unter Tempo zu legen. Ja, kann man natürlich verschiedene Versionen spielen. Das gab es auch. Ich habe das schon auch auf Gitarre auf der Bühne gespielt, schon vor Jahren, das Lied. Also, ich habe es nur nicht so oft gespielt, weil es jetzt nicht so der Live, halt nicht so für Comedy-Shows oder sowas geeignet ist. Deshalb sagte ich, ist das jetzt ein neuer Gimmick, den wir da hören? Wird das Du, nächste Be ich bin immer für alles offen und Gimmick steht für Vielfalt auch. Also. Und Überraschung. und Überraschung. Dann Überraschung. freuen wir uns auf den nächsten Song auch. Jetzt kann ich euch aber erstmal nur noch mal ans Herz legen. Hört euch den Song mal an. Gimmick Hornhaut auf allen digitalen Plattformen zu haben. Von einem Stream bei Spotify kriegst du nicht ganz so viel, wenn Nee, die da kriegt Leute. man wenig. Darf ich noch eine kleine Info sagen? Ja, klar, sicher. Wir haben eine neue Scherbenseite mit der Geschichte auch der Scherben, mit ganz vielen Fotos und unseren Tourterminen und den Absagen der Tourtermine. www.scherben.net ist ganz viel neues Material und so auch drauf und schaut da auch mal drauf, wenn ihr Lust habt. Absolut. Und wenn da irgendwas kommt, da irgendwas Neues, jetzt zur Tour ist gerade was rausgekommen, wo Also wir die Leute. das ist überhaupt noch nicht spruchreif, aber ich habe jedenfalls live, ich habe mir so eine Aufnehmanlage gekauft und habe ganz viel aufgenommen. Also vielleicht machen wir da auch mal wieder eine Single oder so, aber da ist jetzt gar nichts spruchreif. Wir hatten eine ganz große Sache jetzt im September geplant, Rio Reiser Platzeröffnung, SO 36, war schon einmal von zweimal richtig ausverkauft. Jetzt muss man schauen, was passiert. Ja, kann ich auch noch nicht viel jetzt zu sagen, leider. Ja. Naja, also wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und die Leute können dir folgen auf Facebook unter Gimmick. Genau, GYMMICK. Und Ist auch und ja. Scherben, wo findet man dich da? TSS Gimmick. TSS Gimmick, also facebook.com/TSS Gimmick. Genau, folgt denen mal und es lohnt sich auf jeden Fall, da die Konzerte zu besuchen. Das Live-Album war ja schon sehr, sehr gut, dass wir da gehört haben und ich hoffe, dass wir dich auch bald mal wieder auf den Bühnen sehen können. Nicht nur in der ganzen Republik, sondern auch hier in Nürnberg. Genau, Denn du gehörst zu uns und du gehörst in unsere Herzen. Hornhaut heißt der Song auf allen digitalen Plattformen zu haben. Gimmick heißt der Musiker, der hier im Interview war, hier bei Radio Z 95,8. Den lokalen Leidenschaften. Das habe ich dann nur hinterher so gesagt. Okay. Hey, vielen Dank. schön, schön war's. Willst du noch irgendwas loswerden? Ja, Bevor alle ich. Grüße an alle und haltet durch und ich hoffe, wir sehen uns alle bald wieder. Und One Love an Radio Z und alles Gute euch und dir. Ja.